Hände wegballern, deine Blicke sind ein Zeichen. Ich nimm dich ins Bett, Mama, hier gibt's gute und auch schlechte Zeiten. Scheiß auf Serie, lass das wahre Leben, keine Berichte. Aber wenn du jetzt was tun könntest für St. Pauli, ja, was würdest du dann machen? Also wie würdest du es angehen? Was, denn auch dieses ganze Rassismusproblem, ja, das ist ja im Endeffekt ein Problem. Ich würde die Gentrifizierung einstellen, ja, dass die Leute, wenn hier Wohnungen renoviert werden, dann auch für die Leute bleiben, die hier schon immer gewohnt haben. Dass die Mieten auch nicht erhöht werden. Ja, genau. Hast du auch viele Freunde oder Leute aus deinem Umkreis, die davon tatsächlich betroffen ja, waren, die dann weg mussten? Ja, weil ja. Viele. Und wo gehen dann die Leute hin, die aus St. Pauli weg müssen? Gehen die dann tatsächlich so an die Stadtränder? Ja, genau. Ghettoisierung. Mhm. Ab nach Billstedt, Wilhelmsburg, Stalshof, Ostdorf. Hauptsache weit außen. Hast du die Sarrazin-Debatte ein bisschen verfolgt? Ja, auf jeden Fall. Hart, aber fair war ja auch Sarrazin, das habe ich mir reingezogen. Mhm. Wollte mal wissen, was er so... Weil da wird das ja herausgekitzelt, deren Radikalität, also die Meinung, die radikale Meinung von den verschiedenen Menschen. Sie fühlen sich jetzt sicher, doch sie sind es nicht. Das Gebiet, wo der Dealer dich sticht, für nix. Die Bullen versuchen uns einzukesseln, werden immer mehr unsere Freiheit entfesseln. Das jetzt mal, ja? Das Video finde ich auch geil, ja. Guten Appetit. Okay. Da wird das ja, Video? Da geht es auch um so einen Bürotypen, der gelangweilt ist von seiner Bürowelt, aber trotzdem irgendwie feiern will. Dann geht er in den Club rein und wird von jedem, hey, trink was, feier. Dankeschön. Trink was, feier. Sei wie uns. Freu dich, obwohl du nichts zu feiern hast. Ist geil, ich mag die Message von dem Video. Mag ich gern. Was ist denn die Message, wenn er... Ja, es ist vollkommenes Hamsterradleben hier in der Stadt. Hm. Das ist die Message. Und jeder versucht irgendwie zwangshaft Spaß zu haben. Hast du das Gefühl, dass du da so ein bisschen rauskommst durch deine Musik, oder? Rauskommen? Aus dem Hamsterrad? Nee. Oder stecken wir da alle immer drin? Nee, stecken wir da eigentlich drin. Man ist ja fest hier. Man zahlt Steuern. Schutzgeld an den Staat. Dass wenn man eine bestimmte Einstellung hat und bestimmte Sachen sieht und bestimmte Werte in sich hat, dass man manche Sachen einfach nicht bereit ist zu tun für den Reichtum. Aber man braucht Reichtum, um frei zu sein. Deshalb holt man sich das irgendwie aus der Hintertür. Aus der illegalen damit Hintertür man, quasi. Ja. Teilweise. Also es gibt dann auch andere Sachen, die für mich eigentlich nicht illegal sind, aber dann für die Behörden illegal sind. Zum Beispiel Schwarzarbeit bei Leuten. Ich kenne viele Ausländer, die hier sind und keine Arbeitserlaubnis haben. So, was sollen die machen? Gesetzlose Jungs, die keinen verschonen. Geld ist der Fokus, bereit für den Tod. Es ist heiß, wo ich wohne. Verbrenn dich nicht. Ich frag, was du hier machst, denn ich kenn dich nicht. Und kennst du viele Menschen oder hast du viele Freunde, die Geduldete sind oder ja. Statuslose oder ja. Und wie lernst du die so kennen? Also habe ich zum Beispiel bei Telly Siedlung in Barenfeld habe ich ein paar kennengelernt. Die sitzen dann da, hast du noch nicht gesehen, den Jungen, du spielst da jeden Tag und gehst zu ihnen und sagst, wer bist du, hey, was geht? Er kann kein Deutsch, Zeichensprache. Und immer mehr versuchst du ihn einzuführen in die Kultur und ihn zu integrieren, sozusagen. Und das klappt dann auch? Manchmal schon, manchmal nicht. Das ist auch politische Arbeit im Endeffekt. Ja, aber das tun wir ja eigentlich alle untereinander bei uns, politische Arbeit, wenn wir untereinander über die Probleme reden. Oder uns versuchen zu verständigen oder uns versuchen, uns gegenseitig die verschiedene politische Meinungen nahezubringen. Der eine ist Moslem, der andere ist Christ. So was zum Beispiel. Sie schießen für die Machtübernahme, die Zuhälter. Alte Tradition, doch nur härter. Man ist nicht Gangster als Schuldschwänzer. Denn es geht im Endeffekt darum, dass du gut Geld machst. Bist du da ein bisschen rumgekommen in der Welt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben dadurch zwar nicht so ein gutes Lebensverhältnis gehabt, dadurch, dass viel Geld auch in Urlaub reingesteckt bin, aber dafür bin ich auch dankbar meiner Mutter, weil sie wollte, dass wir die Welt auf jeden Fall mehr sehen. Ich war in Brasilien, ich war
fast in ganz Europa, so mit dem Auto. Ich mach mein Geld in der waffenfreien Zone. Ich fick die Welt in der waffenfreien Zone. Momo guck besser nicht in der waffenfreien Zone. Sonst kriegst du einen Stich in der waffenfreien Zone. Das Betreten auf eigene Gefahr. Wir scheißen auf den Staat, wir halten uns nicht dran. Leben nach dem Motto, keiner der mir was sagt. Jeden Tag auf der Jagd.